Lebenskunst und Bewusstseinswandel. Meine Damen und Herren, schönen guten Tag. Philosophen sind eher selten in Gesundheitskontext unterwegs. Und dass ich eine Ausnahme bin, ist nicht mein Verdienst, sondern war das Verdienst der Ärzteschaft an dem Krankenhaus, das mich eingeladen hat. Typischerweise kein deutsches Krankenhaus, die so etwas niemals gewagt hätten, sondern ein Schweizer Krankenhaus. Verursacht von Überlegungen, die ich angestellt habe in meiner philosophischen Leichtsinnigkeit über den Umgang mit Schmerzen, woraufhin eben die leitenden Ärzte in diesem Krankenhaus in der Nähe von Zürich meinten, das widerspricht allem, was wir Mediziner für richtig halten. Schmerzen haben keinen Sinn. Und Sie sprechen davon, dass die Sinn haben können. Kommen Sie doch mal und tragen Sie uns darüber vor. Und daraus ging dann eben, weil es doch anscheinend überzeugend war, die Überlegungen, die Einladung hervor, praktizieren Sie doch bei unserem Haus diese Lebenskunst, die Sie vertreten. Ich hielt das für eine verrückte Idee, weil in einem Krankenhaus geht es um ernste Angelegenheiten, Leben und Tod und nicht um ein bisschen Rumdenken, was die Philosophen so machen. Und man weiß immer nicht genau, ist das Arbeit oder Freizeit. Man sieht ja nichts, was die tun. Es ist ja kein Operationsbesteck da und irgendwelche Insignien der eigenen Berufstätigkeit. Also meine Überlegung war, was soll ein Philosoph am Krankenhaus? Aber ich nahm das als meine Pflicht, auch das Scheitern zu ertragen und war völlig verblüfft, als sich herausstellte, das ganze Haus hatte nur gewartet auf dieses Angebot. Das hielt ich erstmal für ein Irrtum, ein Missverständnis. Das ist ein bisschen spektakulär, ein Philosoph am Krankenhaus, das legt sich aber wieder im zweiten oder dritten Jahr. Aber tatsächlich legte es sich 10 Jahre lang nicht mehr. So lang dauerte die Tätigkeit, Nebentätigkeit, nicht meine Haupttätigkeit. Ich wäre untergegangen, wenn das meine Haupttätigkeit gewesen wäre, weil, wie gesagt, der Zuspruch war gewaltig. Ich nannte selbst dieses Unternehmen Seelsorge, philosophische Seelsorge. Wenn Sie meinen, das handelt sich um eine Übergriffigkeit von Philosophen auf das Gebiet der Theologie, nein, es ist umgekehrt, es war eine Übergriffigkeit der Theologie auf das Gebiet der Philosophie, sich Seelsorger zu nennen. Denn der Erfinder der Seelsorge war Sokrates. Und er verstand darunter Gesprächsführung, um im Gespräch in aller Ruhe ein paar Dinge zu klären, soweit sie sich klären lassen, um Probleme, die im Leben aufgetaucht sind, hoffentlich angehen zu können und das Leben neu bewältigen zu können. Also im Grunde Lebenshilfe. Ich nannte das, was ich gemacht habe, Lebensgespräche zu führen. Denn naheliegenderweise darum ging es schlicht, um das Leben. Das ist die andere Perspektive als die, die Herr Rosenbrock gerade vorgestellt hat. Die Perspektive von oben, von außen, mit Hilfe von Zahlen, großen Zahlen. Ich hatte die kleinstmögliche Zahl vor mir, die Einzahl eines Menschen jeweils, der mit seinem Leben dasitzt, keine Statistik ist. Wahrscheinlich ist er Bestandteil einer Statistik, aber erstens weiß er das nicht, zweitens interessiert ihn das auch nicht, weil er hat oder sie, immer auch sie, hat ein Problem und erhofft sich vom Philosophen, naja, Lösungen kann man sich vom Philosophen eher nicht erhoffen.
Darin besteht die Lebenshilfe der Philosophie nicht. Ich weiß mit knapper Not, mir selber zu helfen, wie soll ich anderen helfen? Das Erstaunliche war, dass die Menschen nach diesen Gesprächen weggegangen sind und wussten, was sie tun sollen. Und ich habe es ihnen nicht gesagt. Worum ging es in diesen Gesprächen? Eben um das Leben. Und das bedeutet zuallererst um das Leben. Leben ist, anders als wir das gewohnt sind zu sehen, es ist immer schon gleich eine Realität. Aber die Realität des Lebens, in der Regel unseres Lebens, ist nicht so ungefiltert, wie wir das glauben. Was ist der Filter, mit dem wir leben? Der Filter, mit dem wir leben, ist unser Begriff von Leben, über den wir uns selten Rechenschaft ablegen. Was heißt Begriff vom Leben? Das heißt, wir haben eine Auffassung davon, was Leben ist, was Leben sein soll, was für ein Leben wir uns wünschen, was für ein Leben wir befürchten, welche Idee wir vom Leben haben, welche Wünsche wir daran herantragen, welche Sehnsüchte darin Eingang finden, welche Enttäuschungen bereits darin Eingang gefunden haben. Alles das kulminiert in diesem einzigen Wort Leben, das für sich genommen neutral ist und nichts Bestimmtes besagt. Aber wir haben uns darauf geeinigt, nee, nicht wirklich, wir waren niemals zusammen, aber es ist so unausgesprochen, dass wir unter Leben etwas ganz Bestimmtes verstehen. Wir als Gesellschaft und unterschiedliche Gesellschaften haben unterschiedliche Begriffe von Leben und wir als Individuen. Als Individuen übernehmen wir sehr viele Vorstellungen vom Leben aus unserer Gesellschaft, die teilen sich uns mit, die werden niemals in der Schule gelehrt zum Mitschreiben, Leben ist Folgendes. Niemals, aber es teilt sich uns mit eine bestimmte Auffassung von Leben, die wir in der Regel nicht mehr in Frage stellen, dergemäß wir leben. Da kommen dann nur noch unsere subjektiven Befindlichkeiten, Sehnsüchte, Enttäuschung und so weiter hinzu. Was hat das für eine Bewandtnis? Um es mal plakativ und platt zu sagen, wenn meine Auffassung vom Leben ist, dass Leben Spaß machen soll, dann werde ich ein Problem damit haben, wenn es keinen Spaß macht. Ist Leben Spaß? Wenn ja, wer hat das definiert? Muss ich mich der Definition beugen? Oder kann ich eventuell Erfahrungen machen, dergestalt, dass Leben zwar Spaß machen kann, aber nicht pausenlos Spaß macht? Und was mache ich dann, wenn es keinen Spaß macht, weil das ja in meinem Begriff von Leben keine Resonanz hat? Das ist plakativ, aber das verweist auf den Kern des Begriffs des Lebens in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Wir haben einen überaus positiven Begriff von Leben, von dem wir keine Sekunde glauben, dass es ein völlig verfehlter Begriff des Lebens sein könnte. Woraus schließe ich das? Aus der simplen Beobachtung, meine Eltern hatten keinen solchen Begriff von Leben. Für die gehörte Spaß grundsätzlich nicht zum Leben. Ganz im Gegenteil, als meine Generation daherkam und Spaß reklamierte mit langen Haaren und Disco-Musik und so weiter, beachteten sie das mit Argusaugen, weil sie sich sicher waren, das kann nicht gut gehen. Stimmt ja auch, ging nicht gut. Denn Leben bringt eben, wie sie alle aus Erfahrung schon wissen, unspaßige Dinge mit sich. Und eine Herausforderung des Lebens besteht darin, mit den unspaßigen Dingen zurechtzukommen. Eine der unspaßigen Dinge heißt Krankheit. Krankheit
Ich hänge an Ihrer WHO-Definition. Anders als Sie halte ich sie für eine fatale Definition, weil sie Menschen einen sehr hohen Begriff von Gesundheit vermittelt, der dazu führt, wenn die leiseste Krankheit in ihr Leben kommt, leiden sie bitterlich und kommen mit der Krankheit nicht mehr zurecht, weil die darf gar nicht sein. Die gehört nicht zum Leben. Während Menschen, zum Beispiel meine Eltern, die natürlich auch Krankheit kannten, wenn sie krank waren, kein großes Problem hatten. So war das Leben. Das akzeptierte man und da ging man durch und fertig. Was waren die beliebtesten Patienten im Krankenhaus, nach meiner Beobachtung? Die Bauern vom Land und Bäuerinnen. Die stellten keine Ansprüche, die waren zufrieden mit allem, die lobten die Pflegenden, wie toll sie sich ihnen zuwenden, während die verwöhnten Gören aus dem Krankenhaus, denen konnte ein Pflegender gar nichts recht machen. Alles war irgendwie daneben, weil es zählt immer nur das Maximale. Also der moderne Begriff von Leben ist ein Maximalbegriff, das Leben alles zu bieten hat, was es nur bieten kann. Und so wie es ein kleines bisschen drunter bleibt, ist es falsch. Deswegen verwende ich zum Beispiel auch nicht den Begriff gelingendes Leben, was verwundern mag, einer, der von der Lebenskunst spricht, der muss doch wohl mit gelingendem Leben zu tun haben. Genau das ist nicht die Lebenskunst, die Latte so hoch zu hängen, dass ich beim Hochsprung des Lebens über die Latte nicht mehr drüber komme, sondern die Latte so weit runter zu bringen, dass ich locker drüber komme. Und das heißt zum Beispiel eben nicht vom gelingenden Leben zu sprechen, sondern ja, es ist nett, wenn es mal etwas Gelingen im Leben gibt, aber Misslingen gehört auch zum Leben. Und wenn wir die Geschichte der Menschheit betrachten, wir sind hier im Magnushaus, da sind Experimente gemacht worden. Gehen die Experimente immer gut? Gelingen die immer? Naja, die Regel von Experimenten ist, dass sie misslingen. Und das bringt den Fortschritt. Und so eben auch im Leben, dass Dinge nicht gelingen, bringt uns weiter, sorgt für Entwicklung. Wenn alles gelingt, wozu sollten wir uns weiterentwickeln? Ist doch langweilig. Also der Begriff des Lebens spielte immer wieder eine Rolle. Und zu hören von einem Philosophen, dass Krankheit ein Bestandteil des Lebens ist für jeden Menschen. Es gibt nach meiner Beobachtung wenige, vermutlich gar keinen Menschen, der von der Geburt bis zum Tod ohne jede Krankheit durchkommt. Ganz im Gegenteil, manche Menschen kamen, ja, sie sind jetzt schon 40 Jahre gesund und so. Im Stillen dachte ich mir dann, auweia. Dann kommt irgendwann der Dampfhammer. Ganz einfach deswegen, weil der Körper nichts gewöhnt ist, sich nicht daran gewöhnt hat, immer wieder die Nadelstiche aufzunehmen, zu bewältigen, stärker zu werden auf die Weise und dann auch größere Krankheiten zu bewältigen. Also, Leben war einer der Begriffe, die wir immer erörtert haben und die möglicherweise dafür verantwortlich waren, dass Menschen entspannt aus den Gesprächen rausgingen und wussten, was sie zu tun haben. Ein zweiter Begriff, den ich Ihnen vorstellen möchte, der in den Gesprächen natürlich immer eine Rolle gespielt hat und mit dem Begriff des Lebens zusammenhängt, ist der Begriff Glück. Das ist der Modebegriff geworden in den letzten Jahrzehnten in unserer Kultur in einem Maße, dass Menschen überzeugt sind, Leben ohne Glück lohnt sich überhaupt gar nicht. Leben heißt glücklich sein. Und in Beziehung sein heißt Glück hoch zwei, mindestens. Was ist Glück? Sie kennen das Spiel jetzt schon. Natürlich ist Glück erstmal ein Begriff. Das Wort Glück ist harmlos, das bedeutet gar nichts. Aber was wir da alles reinlegen in dieses Wort, das ist entscheidend. Und beim Wort Glück
können Philosophen vielleicht ein bisschen besonders mitreden, weil sie waren es, die Philosophen, die den modernen Begriff von Glück fabriziert haben, von dem heute alle Menschen überzeugt sind, das ist das Glück. Sich wohlfühlen, alles geht gut, alles gelingt, alles läuft positiv, alles ist supi. Und darum geht es im Leben. Und dann kommt ein Philosoph daher und sagt, und genau darum geht es nicht. Ihr seid auf den Leim gegangen von Jeremy Bentham und John Locke, um nur diese beiden zu nennen, die Hauptverantwortlichen. Länger her, 18. Jahrhundert. Gut, dass die Menschen sich nicht mehr erinnern, sondern glauben, Glück sei halt so. Aber von ihnen stammt die Definition. Glück ist die Maximierung der Lust und die Eliminierung von Schmerz. Zwei Irrtümer in einer Definition. Wie jeder Mensch auch ohne philosophische Hilfestellung leicht rausbekommen kann, maximieren Sie mal die Lust. Sagen wir mal, Sie mögen einen Wein besonders gerne, dann maximieren Sie mal. Was glauben Sie, was das Resultat ist? Oder auch sehr beliebt, Sex, dann maximieren Sie mal den Sex. Sie werden auf dem Zahnfleisch daherkommen, in kürzester Zeit. Und dann wollen Sie wochenlang nichts mehr von Sex hören. Das ist Maximierung von Lust, eine Dummheit. Es geht nicht um die Maximierung von Lust, sondern um die Optimierung. Das Optimum ist nicht das Maximum. Das Optimum ist das Optimale, was zu mir und meiner Umgebung und anderen Menschen passt. Und das muss ich erstmal rausbekommen. Das bedeutet wieder Versuch und Irrtum ohne Ende, bis ich ein Gespür dafür bekomme, was bekommt mir gut an Wein, was bekommt mir gut an Sex, was bekommt mir gut an Essen und so weiter und so fort. Und Eliminierung von Schmerz. Eigentlich darf es keinen Schmerz mehr geben. Gemessen daran, was es heute an Schmerzmitteln gibt, an Schmerzinterventionen, an Schmerztherapien, an Schmerzoperationen, es darf keinen Schmerz mehr geben. Aber jeder von uns weiß, was Schmerz ist, und zwar aus eigener Erfahrung. Das lässt einen Schluss zu. Schmerz ist elementar fürs Leben. Warum? Ich habe mich mal selber beobachtet, das ist der Vorteil des Philosophen, wenn er Zahnschmerzen hat, dann hat er nicht nur Schmerzen, sondern beobachtet sich auch noch bei den Schmerzen. Also was habe ich festgestellt? Dass ich mich frage, ob das schon das Ende ist. Da werden die Kenntnisreichen unter Ihnen sagen, typisch Mann, Zahnschmerz und es geht schon zu Ende mit ihm. Habe ich was falsch gemacht? Falscher Lebenswandel, falscher Lebensstil, muss ich irgendwas umstellen? Aha, ich habe also mein Leben befragt. Kann das der Sinn von Schmerzen sein? Sich über das Leben zu fragen? Sie werden vielleicht sagen, da brauche ich keine Schmerzen dafür, um mein Leben zu befragen. Theoretisch stimmt das. Praktisch machen Sie das nur bei Schmerzen. Also, das könnte eine Erklärung sein, warum nun mal Schmerzen weiterhin mit zum Leben gehören und es insofern mit diesem Glück, wie die Philosophen das fabriziert haben, nichts ist. Ganz im Gegenteil, dieses Glück ist hinderlich, um das Leben zu leben, weil was ist, wenn das Glück Auszeiten nimmt? Und dieses Glück, ich nenne es gerne Wohlfühlglück, nimmt sich reichlich Auszeiten, die simpel erklärbar sind, weil Wohlfühlglück hat mit Hormonen zu tun, mit Serotonin, Dopamin, Noradrenalin und so weiter und so fort, die dabei frei werden. Das macht uns die guten Gefühle. Aber das sind Stoffe. Und es ist mit Stoffen immer dasselbe. Sie sind nicht grenzenlos verfügbar.
sie werden verpulvert und dann sind sie weg. Und dann ist es nichts mehr mit dem Wohlgefühl. Dann kommt mindestens das Unwohlgefühl. Und das können sich jetzt Menschen nicht erklären. Also, sie brauchen noch eine stärkere Packung. Das ist die Folgerung, die viele daraus ziehen. Das Glück zwingen mit dem Resultat, dass der Absturz noch größer ist. Statt einzusehen, Glück ist mal da und es ist mal nicht da. Kann man darauf Beziehungen gründen? Das Großexperiment läuft. Ich rate davon ab, aber weiß auch aus Erfahrung, Menschen lassen sich nichts raten. Sie wollen eigene Erfahrungen machen, also nur zu, um eventuell irgendwann dahinter zu kommen. Es muss noch was anderes geben, was tragfähiger ist für Beziehungen und tragfähiger für das Leben. Ja, gibt es auch, war Thema wiederum vieler Gespräche. Und das ist Sinn. Sinn ist etwas anderes als Glück. Sinn ist nicht abhängig von Hormonen und Phasen. Deswegen kann Sinn sehr viel mehr dauern. Und wenn Beziehungen auf Sinn gegründet sind, statt auf Glück, dann sind sie tragfähiger. Man kann es vielleicht an einem Beispiel sehr gut sehen. Sofern Sie Eltern geworden sind oder mal Eltern werden. Alle Eltern wissen, dass Kinder nicht 24 Stunden am Tag glücklich machen und nicht 365 Tage im Jahr. Was führt dazu, die Kinder nicht zum Fenster rauszuhauen, wenn es sich nicht mehr lohnt mit ihnen, weil sie eben unglücklich machen? Ganz einfach, der Sinn sorgt dafür, dass wir bei ihnen bleiben. Was ist Sinn? Sinn ist Zusammenhang oder weniger abstrakt gesagt Beziehung. Überall, wo Beziehung ist, da ist Sinn. Sodass es in einer Beziehung darauf ankommt, die Beziehung zu bewahren, auch wenn sie gerade mal nicht glücklich macht und ich mich nicht wohl fühle, aber die Beziehung zu bewahren, nicht absolut in jedem Fall, aber sicherlich in sehr viel mehr Fällen als heute üblich, eben auch durch schwierige Zeiten hindurch. Alle Beziehungserfahrung zeigt ja, gerade wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen, stärkt das die Beziehung. Also das, was das Glück in Frage stellt, macht umgekehrt das Glück stärker. Sinn gibt es auf verschiedenen Ebenen. Auf jeder Ebene ist er von Bedeutung. Das haben Menschen dann jeweils auf ihre Situation beziehen können. Sinn beginnt immer mit sinnlichem Sinn, also mit sinnlicher Erfahrung. Deswegen auch die große Schwierigkeit mit Sinn in moderner Zeit, weil die moderne Zeit keine sinnliche Zeit ist. Wir sind in der Lage, alle sinnliche Erfahrungen durch technische Erfahrungen zu ersetzen. Also simpel gesagt, bevor wir hier rausgehen und durch die Gegend laufen und wahrnehmen mit unseren Augen, Ohren, Nasen und mit unserer Bewegung, was das für eine Umgebung ist, setzen wir uns ins Auto und fahren durch. Dann haben wir aber von der Umgebung keine sinnliche Erfahrung. Und bevor wir eine Treppe hochsteigen, gucken wir, wo das Band ist, mit dem wir hochfahren. Es ist aber ein Unterschied, ob ich eine Treppe hochsteige und die sinnliche Umgebung erfahre, die Menschen auch, die mir begegnen, einen Moment angucken kann, oder ob ich die Technik benutze. Technik ist wunderbar, aber sie hat uns einen guten Teil des Sinns des Lebens geraubt. Deswegen kommt die Frage nach dem Sinn des Lebens. Konsequenterweise im Maßstab des technischen Fortschritts wird nach dem Sinn des Lebens gefragt. Und da sind wir noch nicht am Ende. Sinnlicher Sinn, und dann konnten Menschen das eben auf ihre Situation beziehen. Was spielt
Sinnlichkeit für eine Rolle in meinem Leben oder eben nicht? Und wie kann ich das verändern? Wie kann ich das stärken? Seelischer Sinn soll heißen, das Eingebundensein in Beziehungen, in denen Gefühle frei werden. Wir haben viele funktionale Beziehungen in den Tätigkeiten, denen wir nachgehen. Das tangiert uns nicht groß. Entscheidend sind die Beziehungen, in denen wir was fühlen, für andere fühlen und von anderen Gefühle entgegennehmen. Je stärker die Gefühle, desto stärker die Erfahrung von Sinn in einer Beziehung. Menschen, die in starke Beziehungen eingebettet sind, stellen sich die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht mehr. Das ist eine Beobachtung. Auch das zeigt den Stand der Gesellschaft, in der wir leben. Je größer die Erfahrung, je größer die Frage nach Sinn, desto problematischer die Beziehungserfahrung. Wenn Beziehung alle naslang in Frage steht, dann kann sie nicht für den Sinn des Lebens sorgen. Und geistiger Sinn, also was ich mir denke über das Leben und die Welt, kriege ich die Ereignisse und all das, was mich beschäftigt im Leben und in dieser Welt, kriege ich die in Zusammenhänge oder liegen da nur Fragmente rum? Das ist entscheidend dafür, ob ich diese Welt als sinnvoll wahrnehme oder als sinnlos. Viele Menschen nehmen diese Welt als sinnlos wahr, weil sie die Zusammenhänge nicht mehr sehen und weil sie es auch nicht als Aufgabe begreifen, dass sie an diesen Zusammenhängen arbeiten sollten, zum Beispiel im Rahmen eines solchen Gesprächs. Denn im Rahmen des Gesprächs haben sich dann viele Dinge wieder sortiert und Zusammenhänge wiederhergestellt. Und das war einer der Gründe dafür, dass die Menschen gehen und mit ihrem Leben wieder etwas anzufangen wissen. Ein weiterer Begriff spielte eine Rolle. Jetzt haben wir schon den vierten, nach dem Leben, nach dem Glück, nach dem Sinn, das Schöne. Menschen an einem Ort wie dem Krankenhaus leben in schwierigen Umständen. Sowohl die Patienten und Patientinnen, wie auch die Pflegenden, wie auch die Ärzte und Ärztinnen, die ebenfalls zur Klientel dieser Gespräche dazugehörten. Das waren keineswegs nur die Patienten. Wie sind schwierige Verhältnisse zu bewältigen? Mit Ressourcen. Das weiß der Statistiker, dass in der Gesellschaft Ressourcen da sein müssen, aber für mich, der ich einem Menschen konkret gegenüber sitze, stellt sich die Frage ganz konkret: Wo ist deine Ressource? Und die Ressource schlechthin ist Schönes. Ich habe also Menschen gefragt, was ist schön in ihrem Leben? Und die Antwort war häufig: In meinem Leben gibt es nichts Schönes. Das könnte jetzt das Ende des Gesprächs gewesen sein. Aber es war der Anfang. Weil ich habe dann gefragt, darf ich mit Ihnen auf die Suche gehen? Ich habe mir in der damaligen Zeit eine ganze Liste angelegt, was es an Schönem gibt, um eben einige Dinge dann aus dieser Liste zur Sprache bringen zu können. Haben Sie noch nie ein Gespräch geführt, das Sie schön gefunden haben? Doch, mit dem Freund so und so, der Freundin, ach, das war ein wunderbarer Abend. Ah ja, da haben wir es. Denn das können Sie wieder arrangieren. Oder trinken Sie etwas besonders gern? Ja, Kaffee. Aha, dann lässt sich das natürlich wieder mal tun. Oder haben Sie eine Lieblingsmusik? Jeder Mensch hat eine Lieblingsmusik. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen?
Und was geschieht, können Sie an sich selber beobachten, was geschieht, wenn Sie die Lieblingsmusik hören, in der Regel ja über die Knöpfe im Ohr, mit Hilfe der Playlist, die Sie angelegt haben. Was geschieht? Sie geraten gleich in Anfänge einer Ekstase. Das Leben wird wieder leichter, Sie fühlen die Gefühle ausgedrückt in dieser Musik. Es ist schön, diese Musik zu hören. Ja, anhand solcher Beispiele können wir bemerken, was geschieht, wenn wir Schönes sehen, empfinden, erleben. Es werden Energien frei. Und das ist Ressource. Das sind die Ressourcen. Danach sollten wir fragen, auch privat, wenn wir in schwieriger Situation sind, wo ist das Schöne, das ich aus Erfahrung kenne und das ich wieder aufsuchen kann, um wieder Kraft zu gewinnen, um Energien zu gewinnen, um die schwierige Situation bewältigen zu können. Die schwierigste Situation zu bewältigen ist zweifellos der Tod. Und selbstverständlich war auch das Thema der Gespräche. In der Regel aus gegebenem Anlass oder weil Menschen eben das durch den Kopf ging, das ist der große Unruheherd für moderne Menschen, der Tod. Ich will nicht sagen, die Zeiten sind vorbei, in denen der Tod verdrängt worden ist. Über den Tod wird mittlerweile an allen Ecken und Enden gesprochen. Es gibt jede Menge Angebote dazu. Sie müssen lediglich wahrgenommen werden. Und es spricht gar nichts dagegen, wenn Sie die erstmal nicht wahrnehmen. Wichtig ist nur, dass die Angebote da sind für den Fall, dass Sie das brauchen. Mit Anlass oder ohne Anlass. Umgang mit dem Tod in der Moderne ein besonders großes Problem aus dem simplen Umstand, weil modernes Leben, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Es hat sich gemacht, dass die Moderne mit ihrem Glauben an Wissenschaft, auch hier Magnus, der Glaube an Wissenschaft, mit ihrem Glauben an Technik, die auf der Basis von Wissen eine Technik bauen kann, die etwas verbessert, mit dem Glauben an Politik, dass Politik das Leben entscheidend verbessern kann, was sich im Laufe der 200 Jahre, die wir Moderne nun erleben, bewahrheitet hat. Es funktioniert genauso mit Hilfe von Wissenschaft, Technik, Politik und freier Wirtschaft, die investiert und Produkte schafft, das Leben zu verbessern. Das hat dazu geführt, in der Konsequenz, ohne dass das jemand irgendwo ans Plakat, auf ein Plakat geschrieben hat, Tod ist das Ende allen Lebens, danach kommt nichts mehr. Das glauben moderne Menschen. Das glauben sie, weil sie es nicht wissen. Wir wissen über das, was Tod wirklich ist, also ich meine der Akt plus eins, was geschieht da? Wir wissen darüber nichts und wir werden darüber niemals irgendetwas wissen. Insofern ist der moderne Glaube, dass der Tod das Ende allen Lebens ist und danach ist nichts, ein sinnloser Glaube, weil wir es nicht wissen. Sie können im Gegenzug natürlich sagen, der Glaube, dass danach etwas ist, ist auch ein sinnloser Glaube, weil wir wissen das auch nicht. Richtig, wir wissen darüber nichts. Wenn wir nichts wissen, dann machen wir uns doch besser den Glauben zurecht, mit dem wir besser leben können. Und der Glaube, dass nach dem Tod nichts mehr ist, bewährt sich definitiv nicht, weil der Menschen ängstigt vor dem Tod. In einem Maße, das enorm ist. Wie lässt sich da philosophisch damit umgehen? Zum Beispiel so, das Denken anzuregen, ob wir dem Tod auch etwas verdanken, damit er den Nimbus des schlimmen Feindes verliert. Verdanken wir dem Tod irgendetwas?
Das war eine Frage in den Gesprächen. Nein. Aber wenn wir mal, philosophisches Experiment, uns eine Welt vorstellen, in der es keinen Tod mehr gibt, also das wahr wird, wovon wir träumen, endlich diesen lästigen Tod los, das Leben endet nicht mehr. Wie sieht dieses Leben aus? Jetzt mal rein individuell, vom Gesellschaftlichen ganz abgesehen, denn gesellschaftlich wird es Probleme mit sich bringen. Ich sage, es wird Probleme mit sich bringen, weil es wird so kommen. Die Forschungen sind unterwegs, den Tod zu entlarven und aufzuheben. Wie sieht mein Leben aus, wenn es 1000 Jahre währt? 10.000 Jahre? Und der Mensch, mit dem ich lebe, mal wieder Ärger gemacht hat? Ich aber keinen Anlass sehe, dass wir diesen Ärger bald überwinden, weil das können wir auch in 1000 Jahren noch tun. Und warum sollte ich eigentlich mich anstrengen für eine Ausbildung? Das duldet auch einen Aufschub von 100 Jahren locker. Es könnte also dazu führen, dass das Leben tödlich langweilig wird. Wenn die Liebhaber der Kreuzfahrten sagen, umso besser, 1000 Jahre Kreuzfahrten. Ja, wo fährst du denn da überall hin? Dieser Planet hat begrenzte Ziele. Und dann kommst du zum 1000. Mal in der Karibik an und du gähnst schon vor lauter Langeweile. Also sie können das für sich selber durchspielen. Ich habe auch Menschen getroffen, die finden das großartig, aber kommt auf den Versuch an. Ich kann mir vorstellen, dass die Abschaffung des Todes auch das Ende des Lebens ist. Weil Leben jegliche Spannung, jeglichen Ernst verliert. Leben ist genau deswegen wertvoll, weil es eine zeitliche Grenze hat. Auch wenn die Grenze zur Unzeit kommt, immer zur Unzeit. Ich habe selten erlebt, dass jemand sagt, das war jetzt genau richtig, der Tod zu diesem Zeitpunkt für diesen Menschen. Ja, in bestimmten Fällen hat es das auch gegeben. Aber so könnten wir möglicherweise gegenüber dem Tod eine andere Haltung gewinnen, die uns einigermaßen versöhnt sein lässt. Glauben Sie nicht, dass ich hier nur aus reiner Theorie spreche. Ich weiß aus praktischer Erfahrung sehr gut, was das heißt, mit Tod zurechtzukommen. Das kann es ein kleines bisschen leichter machen, als die Haltung, Tod darf überhaupt nicht vorkommen und dann kommt er vor und dann sind Menschen vollkommen neben der Spur, das habe ich x-mal erlebt, mit dem Tod überhaupt nicht klarkommen zu können. Also, das war jetzt mal ein Einblick Public Health von der anderen Seite her, der Seite der Begegnung mit konkreten Menschen, wo ich auch ehrlich gesagt den Eindruck habe, die Anstrengungen, die von 1968 herrühren, die beste aller möglichen Welten zu schaffen, in Ehren. Aber wir werden bestimmte Probleme damit nicht lösen. Mit der Verbesserung von Lebensverhältnissen, wir brauchen immer Verbesserung von Lebensverhältnissen. Aber die wird niemals so weit gehen können, dass alle Lebensprobleme von selber sich verstehen und schon erledigt sind. Nein, Leben hat auch mit existenzieller Dimension zu tun. Egal in welchem System wir leben, müssen wir uns mit diesen existenziellen Fragen auseinandersetzen. Gut, wir können es auch lassen, aber viele Menschen lassen es nicht, sondern sind davon beunruhigt. Am Anfang hatte ich Ihnen gesagt, habe ich mir die Frage gestellt, was soll ein Philosoph am Krankenhaus? Am Ende habe ich mir gesagt und sage es mir bis heute, wie kommen eigentlich all die Krankenhäuser ohne Philosophen aus? Wo so viele Menschen in solcher Situation so viele Fragen haben und keine Ansprechpartner dafür.
Zu den Therapeuten können Sie gerne gehen, aber die Therapeuten haben mit ernsteren Fällen zu tun und nicht mit ein bisschen Rumdenken über das Leben. Die Leute haben sie dann immer zu mir geschickt. Du, die sind bei dir besser aufgehoben, die haben gar kein Problem mit der Kindheit und dergleichen. Das wäre für die Public Health eben ein ferner Gedanke, dass wir als Gesundheitsvorsorge, Fürsorge auch das verstehen, Menschen mit ihren Lebensproblemen ernst zu nehmen und ein Angebot dafür bereitzustellen. Gut, herzlichen Dank.